Ja, herzlich willkommen, liebe Hörer. Ihr hört 100 Dinge der Podcast. Passend zur Bucketlist, die ich bei YouTube und auch bei den anderen Social Media Kanälen präsentiere. Ich habe nämlich eine Bucketlist aufgeschrieben. Da sind 100 Dinge drauf, die ich unbedingt tun möchte, bevor ich irgendwann sterbe. Und abgehakt sind mittlerweile zwei Dinge. Nämlich erstens, ich wollte an Anfang gern den Tod verstehen. Als zweites war eine Radtour, die ich von Stuttgart nach Hamburg gemacht habe. Und jetzt bei Punkt 3 gibt es ein Thema, was ich ja eigentlich tatsächlich schon abgeschlossen habe. Denn es geht darum, ich wollte immer schon Papa werden. Und das habe ich jetzt vor 10 Monaten mittlerweile geschafft. Nicht ganz geplant alles, aber dann doch richtig doll gewünscht, kann man sagen. Und genau über das Thema möchte ich heute sprechen. Es ist quasi der Start für eine neue Bucketlist-Challenge. In diesem Fall habe ich sie schon abgeschlossen. Ich möchte aber dennoch rückblickend auf das Ereignis schauen und darüber sprechen. Und deswegen ist heute im Studio, wenn man so will, nicht der Volke, den ihr ja sonst immer hört, sondern ein anderer guter Kumpel aus Kinder- oder Jugendtagen, nämlich der Kalle. Und Kalle, der hat ein Kind schon bekommen, schon ein bisschen länger her, und kriegt demnächst wieder ein Kind. Und der ist heute da. Hallo Kalle, herzlichen Glückwunsch zum baldigen neuen Nachwuchs. Vielen Dank, mein Lieber. Wie geht's dir? Ja, ich bin tatsächlich ein kleines bisschen aufgeregt. Ja, das sind wir alle, das ist ja immer so, ne? Also, ob man einen Podcast macht oder ein Kind kriegt oder so, das ist irgendwie immer. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, jetzt wegen der Aufregung. Damals, oder als meine Tochter geboren ist, oder die, sagen wir mal, die Zeit über der, die erste Schwangerschaftszeit, war ich nicht annähernd so aufgeregt wie jetzt beim zweiten Kind, obwohl ich echt ja eigentlich weiß, was auf mich zukommt, ne? Also, wenn man weiß, das ist unglaublich. Es ist ganz verrückt. Ich glaube so ein bisschen, es liegt vielleicht auch daran, dass gerade weil man weiß, was einen erwartet, ja, dass beim ersten Kind, da lernst du ja so Step by Step und weißt ja dann, du lernst ja mit deinen Aufgaben, und jetzt weißt du ja theoretisch, was auf dich zukommt, und das ist, glaube ich, das, was... Aber das macht Panik, ne? Das kann ich mir vorstellen. Ja, also nicht nur Panik, es ist auch, du weißt es ja selber, aber total, ja. Es ist echt schön. Also ich hoffe natürlich, dass auch viele Leute jetzt zuhören, die bald Papa werden oder es gerade selber in dieser Phase sind wie ich oder wie Kalle jetzt demnächst wieder. Denn ich erhoffe mir, dass wir alle voneinander lernen können. Also vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Und zwar, bevor man überhaupt ein Kind plant oder auch ja damit, sage ich jetzt mal, so ein bisschen überrumpelt wird. Wie waren deine Gefühle eigentlich früher zum Thema Kind und Kinder kriegen? Wann hast du dir eigentlich vorgestellt, mal Kinder zu bekommen? Wie hast du gedacht, bevor du ein Kind bekommen hast? Also Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, also ich weiß ja, dass als meine Frau schwanger oder meine damalige, zu dem Zeitpunkt meine Freundin schwanger geworden ist, da war ich 24. Und mit den Gedanken, also da war ich ganz weit weg. Also die Situation selber hätte das jetzt auch gar nicht so hergegeben. Neue Jobs, haben gerade eine schöne neue Wohnung bezogen. Und da war das Thema Kinder, stand überhaupt nicht auf dem Zettel. Und wenn man halt mal über dieses Thema Kinder gesprochen hat, dann hat man so, ja, vom Bauch her, ja, du bist noch keine 30 oder es ist noch Luft nach oben, sag ich mal. Und ja, vor allem bei mir war es häufig auch das Thema, man macht das auf, oder das hört man ja auch im Freundes- und Bekanntenkreis, Kinder kriegt man, wenn man das Gefühl hat, man ist dafür bereit. Und ich habe immer das Gefühl, ich glaube tatsächlich, man ist nie bereit für ein Kind, ob man das plant oder ob man, ob es einen überrumpelt, sage ich jetzt mal so. Ja? Ich glaube, man denkt immer so diesen Gedanken, man möchte die Schäfchen im Trockenen haben, finanziell ausgesorgt haben, möchte dem Kind was bieten können. Es ist in der aktuellen Situation passt es noch nicht, aber in der Zukunft so. Also ich glaube, die meisten, es gibt natürlich auch andere Fälle, da ist das ganz klar abgesteckt, so Hochzeit und dann dies und dann jenes und so weiter. Aber ich glaube, bei den meisten ist das, also jedenfalls vom Gefühl, selbst wenn man das plant, im Vorfeld gibt es so gewisse Ängste, ja, man ist darauf nicht vorbereitet.
Würdest du das auch so sehen? Ja, absolut, absolut. Also ich glaube, dass überhaupt zu planen ist so, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt. Ne? Es gibt ja, wie du sagst, ne, es gibt ja echt viele Leute, die sagen, oh, ne, ich möchte erstmal beruflich irgendwie eine gewisse Grundlage haben oder finanziell gut abgesichert, vielleicht auch schon ein Haus haben und so. Aber ich glaube, selbst wenn man das alles hat und man plant. Da gibt es andere Punkte. Ja, es gibt immer irgendwas, was eigentlich einem da irgendwie schlecht in die Karten spielt. Und ja. Selbst wenn man, wenn es ganz, ganz schlecht läuft, du hast keine Kohle, hast vielleicht, wohnst irgendwie zur teuren Miete und irgendwie mit Familie läuft nicht so gut oder Oma, Opa wohnen ganz weit weg oder was auch immer, glaube ich aber trotzdem, und das war bei uns vielleicht auch so ein bisschen so, man versucht ja immer das Beste draus zu machen und man lernt, wie sagt man, nicht man lernt mit seinen Aufgaben, man wächst mit seinen Aufgaben, ja, so ein genau, bisschen, oder? Genau, ja, es ist, wie ich schon gesagt hatte, wir waren jung oder mit 24 Papa werden, das ist ja irgendwie auch so ein... Wart ihr beide 24? Ja, also meine Frau wird uns trennen einen Monat. Ah ja, okay. Und ja, das ist so, ja, wenn du dann mit 24 Papa wirst oder, ne, das ist... Thema, deine Frau kommt nach Hause und halt weint, weil sie sagt dann, oder was jetzt weint. Ja doch, ja, erst haben wir geweint, dann haben wir gelacht, weil das, wie gesagt, überhaupt, beides, also. Das hat überhaupt nicht gepasst. Weil das war so ein Klassiker, ne? Du hast eigentlich irgendwie mit dem Umzug und mit Jobwechsel hast du alles irgendwie so ein bisschen auf Karriere ausgelegt und jung sein, ne? Wir waren ja selber noch Kinder und jetzt sollst du ein Kind bekommen oder Vater sein oder Eltern sein. Hat überhaupt nicht gepasst und deswegen, wir haben uns totgelacht. Es ist einfach, es ist der Klassiker. Du legst es aus für eine gewisse Sache und es kommt anders, als man denkt. Und ja, dann wird halt wieder ein bisschen umdisponiert und man macht das Beste draus. Und es ist wirklich, es gibt ja viele Leute, die auch also Angst vor sowas haben, ne? Die denken so, oh ey, jetzt Papa werden. Dann geht's los, irgendwie Abtreibungsgedanken und sowas. Und mal ganz ehrlich, hattet ihr solche Gedanken am Anfang? Oder also gibt es da so eine Situation, wo man da jedenfalls mal drüber spricht? Ja, tatsächlich ja. Also bei mir war es extrem verkopft. So. Also als meine Frau mir das erzählt hat, oder wir haben es schon so ein bisschen geahnt, aber wir wollten das nicht so richtig wahrhaben. Und ja, als wir es dann quasi direkt von der Frauenärztin erfahren haben, da wollte ich schon weglaufen so ein bisschen, weil das war eine Verantwortung, die ich mir so ein bisschen, oder die mir auf den Schoß gelegt wurde, vor der ich gar nicht wusste, ob ich der Aufgabe überhaupt gewachsen bin und dachte dann, kann ich mich überhaupt um ein Menschen, also um mein Kind kümmern? Ich bin ja selber noch ein Kind und hatte tatsächlich ein bisschen Angst und dann habe ich auch lange mit mir gehadert und aber sowas bringt man nicht übers Herz. Also ja, total. Also ich habe genau die gleiche, also obwohl wir tatsächlich, also ich erzähle gleich nochmal von uns, aber wir haben, also davor hat man darüber gesprochen, aber als es dann feststand, ja, dann war es eine ganz andere Nummer. Also klar spricht man darüber, aber es war für uns keine Option, also ähnlich wie bei dir. Was mir jetzt noch gerade einfällt, für die Leute, die uns jetzt zuhören, wäre es vielleicht noch ganz interessant, wo wir uns eigentlich herkennen. Ja, also wir sind ja beide... Willst du das wirklich? Früher, willst du das wirklich? Naja, also man muss ja jetzt nicht ins Detail gehen. Nee, das wäre auch zu viel. Also ich meine, man ist ja mal jung und lustig gewesen. Und ja, wir sind zusammen unter anderem auf dem Festival geworden, gewesen. Da haben wir uns so ein bisschen kennengelernt und auch darüber hinaus in der gleichen Stadt gewohnt und so weiter und so fort. Ich sag mal so, die wilde Zeit, die hat jeder in seiner Jugend, sage ich jetzt mal so. Und in dieser Zeit, glaube ich, denkt man überhaupt nicht daran, dass es irgendwann mal, also man hat diese Vorstellung, ja, okay, man möchte irgendwann Kinder kriegen, aber es ist keine konkrete Vorstellung. Ja, also man kann sich nicht vorstellen, wie das ablaufen soll und so. Das ist wie in so einer, wie man denkt, also bei mir war es so wie in so einem Paralleluniversum, oder? Also man schaut in so eine Version von sich selber, die noch ganz weit weg ist. Irgendwo weit weg oder ja, also ich weiß nicht, also man kann sich das jedenfalls nicht vorstellen. Ja, das ist nicht greifbar, ja. Ja, genau.
Und dann, also bei uns war es ja tatsächlich so, also bei uns war es eigentlich ein Glück, dass es so weit gekommen ist mit der Schwangerschaft. Es war zwar in der Situation und auch überhaupt nicht gewollt, sage ich, also in der Sekunde nicht gewünscht, aber es hat sich dann halt so ergeben und es war Glück für uns eigentlich, weil wir eigentlich davon ausgegangen sind, dass es tatsächlich nie klappen könnte. Ja, und deswegen war es für uns eigentlich eine Situation. Von deiner Seite aus oder? Ja, oder von gemeinsamer Sache. Also, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen darf, das muss ich ja später mit meiner Freundin noch absprechen. Aber dieses, wenn man als Frau viel die Pille genommen hat oder so, dann kann es sein, dass man ein, glaube ich, PCO-Syndrom hat und dann aufgrund dessen Schwierigkeiten hat, entsprechend Kinder zu bekommen. So, naja. Und das hat uns dazu bewogen, dass wir uns überlegt haben, falls es passiert, dann ist es ein ein Gottesgeschenk. Es ist ein es ist Schicksal. So haben wir das gehandhabt, ja. Und dass es dann auch so kam, ist eigentlich dann das Happy End der Geschichte, ja. Früher als erwartet und gedacht. Aber ja, für uns war es, also rückblickend betrachtet, das Beste, was uns passieren kann. Ja, wahrscheinlich in deinem Fall auch. Ja, absolut. Also so. Ja, kann ich nicht anders, das kann ich auch nur so unterschreiben. Aber ich wollte trotzdem nochmal, also das versuchen, ich habe mir so ein bisschen überlegt, das chronologisch abzuarbeiten, weil ich glaube, wann ist die Angst oder die Sorge vor dem, was kommt, eigentlich am größten? Gar nicht mal so, bevor man das Kind, bevor es feststeht, dass ein Kind kommt, sondern tatsächlich eigentlich erst ab dem Moment, wo man weiß, jetzt ändert sich das Leben in den nächsten 10 Monaten um 180 Grad. Erinnerst du dich noch an den Tag, als du wusstest, jetzt wird's ernst? Wenn es jetzt ernst ist, im Sinne von wegen, in den nächsten Stunden habe ich mal... Weißt du was, oder genau, nee, gar nicht mal so weit, sondern eher an den Tag, als du wusstest, du kriegst ein Kind. Ich weiß es ganz genau. Also, ich weiß, dass ich bin gerade aus Wacken zurückgekommen. Mhm. Also ich war wirklich Festival, perfekt. Es passt wirklich wieder gut. Ist ja metaphorisch fast schon. Ja, es ist wirklich so. Und ich war auf dem Wacken Open Air und wir zelebrieren das in der Familie so ein bisschen extremer, sag ich mal. Und wir sind dann auch immer gleich eine ganze Woche da. Also ne, das Festival geht 3 Tage. Wir machen da 7 Tage draus, weil wir das so ein bisschen leben und naja, man hat sich da irgendwie eine Woche lang den Helm abgeschraubt und schön gefeiert und kommt natürlich ein bisschen zerknittert nach Hause und mir ging es tatsächlich nicht ganz so gut und komischerweise meiner Frau auch nicht und dann lagen wir beide wie Not und also echt elendig auf der Couch und haben rumgejault, weil ich irgendwie so ein bisschen auf Entzug war und ja, meine Frau hat dann, tut so die Brust weh und spannt und irgendwie, sie wollte jetzt nicht mit der Tür ins Haus fallen, aber ja, die Regel ist so mehr oder weniger ausgeblieben. Mhm. Und dann sagte ich, ich habe mir da überhaupt nichts bei gedacht. Ich sage, dann fahr doch mal einfach zum Frauenarzt und der wird dir schon sagen, was da los ist. Hattet ihr Tests gemacht? Oder? Nee, gar nicht. Also ich glaube schon, dass meine Frau so ein bisschen wusste, wo die Reise hingeht. Ich war noch völlig mit mir selbst beschäftigt, also ich war da überhaupt nicht mit den Gedanken annähernd. Also ich dachte, ja, vielleicht hat sie jetzt irgendwie, kann ja auch hormonell, so eine Pille oder so, kann ja mal immer irgendwie was sein. Ja, vor allem dass Frauen, glaube ich, häufig glauben, sie sind schwanger, das ist mir schon öfters vorgekommen. Ja? Also das war diese Dramaturgik, es könnte passieren, dass ich fühle mich so und ich glaube, ich bin schwanger oder sowas. Ne? Das hat irgendwie jeder Mann, glaube ich, schon mal gehört. Ne? Also und dann auch diese Angst, die man dann aussteht in der Zeit. Klar, ja, und dann, absolut. Ne? Bis das dann eigentlich klar ist, ja, okay, es ist nichts, sondern es war nur ein, weiß ich nicht, ein Pups, der quer lag oder so. Alles ist möglich, bei Frauen grundsätzlich. Genau. Wie gesagt, und dann ist sie zum Frauenarzt und ich lag halt auf meiner Couch. Und ich höre den Schlüssel ins Türschloss fallen so und sie dreht den Schlüssel um. Die Tür geht auf und
man hat ja so Gewohnheiten. Also ich weiß, wenn meine Frau in die Tür kommt, dann ruft sie halt immer irgendwie, ich bin wieder da oder hallo Spatz oder sowas, ne? Hm. Das war diesmal nicht. Okay, da also schon, da wusstest du schon, irgendwas ist... Irgendwas stimmt hier nicht, das ist komisch. Und naja, ich sag, dann kam sie dann so ins Wohnzimmer rein und ist an der Türzeige stehen geblieben. Und ich musste dann so von meiner Couch so über die Sofakante hinweg so meinen Körper erheben, damit ich meine Frau überhaupt sehen konnte. Und dachte so, ich sage, ist alles in Ordnung? Und sie guckt mich an und zuckt so mit den Schultern. Und ich sage, ist was Schlimmes? Und dann zuckt sie so, weil sie dann auch nicht wusste, wie ich reagiere. Mhm. Und dann schoss mir das wie so ein Pfeil durch den Kopf, diese Frage, ob sie denn wirklich schwanger ist. Mhm. Dann habe ich sie gefragt und dann hat sie das so abgenickt und sagt ja. Und fing dann an zu weinen und dann bin ich dann hoch und dann habe ich sie in den Arm genommen, haben wir beide so ein bisschen geblarrt und haben uns angeguckt und haben dann tierisch angefangen zu lachen, weil wie gesagt, das ist halt... Es ist alles. Die Situation überhaupt nicht. Also erstmal, es ging schon so ein kleines Feuerwerk in mir hoch, weil ich auf einmal musste, okay, wow, das ist jetzt hier super ernst. Mhm. Aber im zweiten Moment haben wir dann auch angefangen zu lachen, weil das war irgendwie Wochen zuvor irgendwie Thema bei uns. Und da war uns beiden total klar, so Kinder, ne, wegen Job und Bude und passt gerade überhaupt nicht. Und deswegen haben wir dann so gedacht, das ist wieder typisch für uns. Das ist einfach so ein Fettnäpfchen irgendwie. Ja. Es ist nichts auf die Sache ausgerichtet und es kommt wieder anders, als man denkt. Und ja, aber ich glaube, meine Frau hat es in dem Moment so erstmal einfach so hingenommen, ohne sich da großartig Gedanken zu machen. Bei mir hat es tierisch angefangen zu rattern. Ich dachte so, ich musste dann erstmal wieder auf meine Couch und dann, Papa werden ich? Also ich weiß, ich kann nicht mal auf mich selber aufpassen. Ich bin so ein kleiner verspielter Festivaljunge, so mehr oder weniger. Und jetzt muss ich ein Kind großziehen. Und da hatte ich schon heftige Panik und bin dann auch erstmal, hab mich jetzt so ein bisschen zurückgezogen. So musste erstmal dann mich mit selber da erstmal ins Reine kommen. Und aber dann gab es dann natürlich irgendwann auch den ersten Termin beim Frauenarzt. Frauenarzt, ja. Und so schnell noch nicht, ja. Ja, aber wenn du das denn so, ist ja auch für mich neu, also klar, natürlich war es neu für uns beide, aber dann gehst du zum Frauenarzt und hast ein Gespräch und dann reden die natürlich auch von Abtreibung und bla 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 bla. Aber wenn du dann so beim Ultraschall dann schon so siehst, ne, dass da Leben ist und da ist dann... Da gehen Emotionen hoch. Boah, das ist Wahnsinn. Also und wenn du das dann so siehst, und das erlebst und weißt, das ist dein Baby, das ist dein Fleisch und Blut, was da jetzt, ne? Und dann hat er da hier die Frauenärztin, also mehr oder weniger ist sie mir da so in diesen Moment reingegrätscht und denken Sie über Abtreibung nach? Da wurde ich schon wieder fast wild, so von wegen, nein, das ist meins, das bleibt hier alles so, wie es ist, so mehr oder weniger. Ja. Und ja, da war das dann irgendwie für uns klar, dass das, es gibt keinen weiteren Weg ohne Kind. Das wird, dass das ein Muss. Mega stark, ey. Wahnsinn. Also ich merke jetzt schon, wie, also dieses Thema, es ist so unglaublich intim, aber auch so unfassbar, herzlich und emotional. Und ich weiß nicht, also ich glaube, dass wir hier auch so ein bisschen, was soll ich sagen, also Pioniere sind. Ich glaube, es gibt schon Papa-Podcasts und es gibt auch Menschen, darüber sprechen, aber es gibt noch viel zu wenige. Ich glaube, die Frauen sind da um einiges voraus. Ja, das stimmt auch. Weil ich muss auch sagen, als es bei mir so weit war, dass ich wusste, okay, jetzt ist es ernst, jetzt geht's los, jetzt wirst du Papa. Also ich hätte da ganz viel diese emotionale Unterstützung, die ich jetzt so von meiner Frau kennenlernen, also wo sie alles ihre Informationen und ihre emotionalen, Helfer, sage ich mal so, findet, ja. Das hätte ich mir auch ein bisschen bei mir gewünscht, ja. Also klar, es gab im Freundes- und Verwandtenkreis viele Menschen, die da einem dann geholfen haben, aber das erstmal zu verarbeiten, ja, und dieses Gefühl, das ist was einfach für mich neu war. Und ich glaube, deswegen ist dieses Thema genau richtig. Und ich danke dir so sehr, dass du mit mir darüber sprichst. Gerne. Und ich erzähle dir mal, wie das bei mir war. Und zwar, also ich, bei mir war das eher wie aus nichts. Ich habe dir erzählt, dass es schon öfters mal so gekommen ist, dass man dachte, es wäre so. Und dann war das halt, wie gesagt, meistens
eher eine Angst oder eine Sorge oder ein komisches Gefühl. Und am Ende war es dann doch wieder nicht, dass wir schwanger sind. Deswegen war mir eigentlich schon klar, dass es, als ich dann sozusagen die Nachricht von meiner Freundin erhalten habe, dass ich da erstmal ruhig bleibe und gucke, ob das überhaupt wahr ist oder ob da irgendwie, ne, so. Fakt ist, ich war bei der Arbeit und ja, da, ich habe ja damals noch beim Radiosender gearbeitet in der Social Media Redaktion und ja, ich bin da immer, ich weiß nicht, wenn ich arbeite, bin ich so richtig im Fokus drin, ne? Da bin ich so richtig im Tunnel, da bin ich so, ich bin ein kreativer Mensch und da kriegt man mich dann auch eigentlich kaum raus, da bin ich so, weiß ich nicht, da denke ich so eins zum anderen und dies und das und klar, zwischendurch mal ein Gespräch oder ein Kaffee oder so, aber wenn ich dann so in meinem Tunnel bin, da kriegt mich eigentlich keiner raus. Und dann kam ein Telefonat, soweit ich auch weiß, ich weiß nicht mehr genau, muss ich meine Freundin nochmal fragen, ob der durchgestellt war oder ob der direkt auf meinem Telefon kam. Auf jeden Fall ja, weinte sie da und hat eigentlich mit einem Satz gesagt, ja, Gerd, ich bin schwanger. Und ja, dann, also ich spürte unter mir so ein Tor aufgehen und so ins Nichts fallen irgendwie so. Und dann, also ich wusste auch an der Stimme und so weiter, es stimmt. Also es ist nicht so wie sonst immer gewesen, ja. Also bei diesen Fehlalarm. Und tatsächlich war ich dann von 0 auf 100, Adrenalin schoss hoch und rattern, ne? Also das Hirn fing an, irgendwas sich auszumalen und Optionen. Ja, so Szenarien so, ne? So Szenarien klar zu machen und erstmal gucken und dies und das und jetzt mach nochmal die. Also das Argument, ich habe schon 3 Schwangerschaftstests gemacht, machte das Ganze so ein bisschen, schränkte das so ein bisschen ein und dann bin ich auch direkt los und habe auch irgendwie so nur noch zu den Kollegen gesagt, ja, ich muss jetzt weg. Ja, die gucken alle, ne? Und dachte, was ist denn jetzt los? Ne? Also auch nicht mit Chef oder so abgesprochen, sondern einfach so, ich muss gehen. So. Und die alle so, ja, genau. Und dann, Gott sei Dank hatte ich so beim Social Media, wenn du da arbeitest du meistens schon so eine Woche, 2 Wochen arbeitest du vor, deswegen war das in dem Fall nicht schlimm. Naja, dann bin ich losgezogen, nach Hause gefahren, bin noch bei DM, habe noch irgendwie 3-4 Schwangerschaftstests geholt und zu gucken, ob das auch wirklich stimmt. Das kann nicht wahr sein. Ja, genau. Und dann saßen wir zu Hause und also es war genau der gleiche Moment wie bei dir. Also dieses, ja, okay, was passiert jetzt? Freude, gleichzeitig Angst, Panik, Verstreutheit, Sorge und auch erstmal der Gedanke, nächster Schritt zum Frauenarzt. Ja. Und dann auch direkt hingefahren und so. Und ich sage jetzt nicht den Namen, aber ich muss schon sagen, wir hatten da so ein bisschen eine falsche Frauenärztin. Ja, das sind ja auch so, ja. Sind ja auch eine, so eine vom alten, ja, genau, eine vom alten Schlag und da war das halt so, wir sind reingekommen, dann, ich weiß gar nicht, wie man das mit ich glaube, Urinprobe macht man dann, ne? Mhm. Genau, und dann waren wir im Wartezimmer mit vollbesetztes Wartezimmer, 9, 10 Leute, ja, 9 Oha. Bis 10 Leute. Tür geht auf, die Dame kommt rein, die Frauenärztin kommt rein und ruft in den Raum hinein: Ja, Frau, Sie sind schwanger, freuen Sie sich. Ne, also so richtig so Konfetti. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger. So, und wir total überfordert erstmal, ja, weil wir hätten da in der Sekunde erstmal so eine psychologische Betreuung gebraucht, als jemand, der dem ganzen Forum erstmal erzählt, wie toll das ist, dass wir schwanger sind, sondern wir brauchten erstmal so, hey. Ja, so ein, vielleicht so ein, von ja, so ein so, Gespräch auf Augenhöhe. Ja, genau. Ja, genau. So, erstmal sagt so, setzen Sie sich mal hin, trinken Sie einen Schluck Wasser. Jetzt. Ja. Ne? Belegte Brote brauchen Sie noch. Ja. So, aber ich weiß, was du meinst. Aber es ist genau dieser Moment. Ich glaube, wenn man realisiert, dass es so ist, also das war für mich immer klar. Ja? Also für mich war es schlimmer, nicht zu wissen, ob es so ist oder nicht, als mit der Tatsache, dass. Mhm. Ja? Also als ich wusste, ja, du kriegst jetzt ein Kind in 10 Monaten oder 9 noch weniger, weil, ne? Ja. Ist es soweit? Damit konnte ich tatsächlich besser arbeiten als mit einer Ungewissheit. Ja, also mit diesen, oh, ich bin schwanger und ich weiß nicht, ob und jetzt, ne? Also diese Sorge da. Das war schon mal der erste, also für mich beruhigend. Ja, und dann muss ich sagen, fing eigentlich die komplette Schwangerschaft. Du kennst es ja vielleicht, also ein Gefühlschaos ohne Ende. Voll. Ja, also diese Angst, kennst du auch diese Sorge, was passiert, wenn und
kam also eigentlich jeden Tag Zukunftsangst. Also jeden Tag wachte ich auf, dachte so, okay, wie kriegen wir das alles gebacken? Und jeder sagte ja auch, dein Leben wird sich von null auf komplett ändern. Ja, so. Das, was, ne, was du jetzt sagst. Du wirst nichts mehr können. Ne? Die Einflüsse von außen, wenn das dann erstmal so die Runde macht, so, oh ja, hier Gerd oder Kalle wird Vater und so, wie sie dann auf einen zurennen und dann, ja, erstmal die ganzen Tipps, die sie dir geben, da musst du so machen und dit. Und, ist ja lieb gemeint, ja, muss absolut, man schon sagen, klar. Aber es macht einen fusselig. Ja, und ich habe das, ich habe eine Zeit lang, oder während der Schwangerschaftszeit, habe ich eine ganze Zeit lang Clouseau gehört. Und da gibt es in einem von seinen Songs so eine geile so eine Textpassage, da sagt er, labert nicht andauernd was vom Eisberg, es ist mein eigenes Schiff. Und daran habe ich mich so festgeklammert, wo ich da immer dachte, danke für die Tipps und so, ne, aber ich kann das selber entscheiden. So, ne? Dann hast du dann vielleicht auch so Tipps von den Eltern. Gut, meine Mutter hat jetzt drei Jungs großgezogen, die wird schon wissen, wie das funktioniert. Ja, ja. Aber es ist halt auch schon über 25, 30 Jahre her. Und total, in der Zeit wird sich auch sicherlich eine Menge verändern oder verändert haben. Wie aber heißt der Song, wenn ich fragen darf? Weil wir machen das ja eigentlich immer so, der Name des Podcasts, also der Folge, ist der... Es ist so ein Songtitel und der kommt ja auch auf die Playlist. Weißt du den zufällig noch? Der kommt jetzt nicht auf Schlag. Aber ich mache mich ja gerne nochmal schlau. Und genau, vielleicht haben wir ja noch eine halbe Stunde Zeit. Vielleicht fällt er dir ja wieder ein. Übrigens, Clouseau, besagtes Festival, standen wir bei Clouseau auf dem Sonne, Mond und Sterne Festival. Erinnerst du dich? Mhm. Und Clouseau hatte da eine ganz, ganz interessante Art und Weise, Musik zu machen. Der hat das sonst, mittlerweile macht er ja so ein bisschen Elektro, ja. Aber er hat sein komplettes Album oder seine Top-Hits in einer Elektro-Variante für das Sonne, Mond und Sterne-Festival gemacht. Und ich fand das so geil. Das Festival war auch mega. Das ist aber auch, glaube ich, das Festival, da haben wir uns kennengelernt, ne? Also ich meine, näher kennengelernt. Ja, genau. Wir haben uns ja immer mal irgendwo gesehen und man kannte sich so und ich glaube, unsere Freundeskreise haben sich immer so ein bisschen geschnitten. Aber ich glaube, irgendwie eines Morgens kam ich dann irgendwie da aus dem Zelt gewackelt und dann saß du da irgendwie so auf meinem Stuhl oder mehr oder weniger und ich dachte so, wer bist du denn so? Ich konnte auch gar nicht richtig gut, moin, ich bin Gerd, hey Gerd, ich kenne dich und bla. Da haben wir das... Also das war eine geile Zeit, absolut. Muss ich schon sagen. Aber, das Festival da, ich weiß noch, also erinnerst du das, also dass da unfassbar viele Wespen waren? Ich habe, glaube ich, irgendwie 3-4 Wespenstiche bekommen. Aber es war ja auch mega Wetter, ne? Das war echt, stimmt, ja. Das hat aber auch echt alles gepasst. So ohne Regen und mit den Jungs hat das gepasst und mit den Mädels und so. Wir hatten echt, war auch mit Abstand echt einer der schönsten Festivals, die ich so mitgenommen habe. Ja, auf jeden Fall. 2012 oder nee, früher noch? Nee, 12, glaube ich. Echt jetzt, ja. Mhm. Ich weiß noch, wir waren im Juni auf dem Hurricane Festival. Mit Pete und mit Florian und den ganzen. Und liebe Grüße übrigens, wenn ihr das hört. Ja, auf jeden Fall meldet euch mal wieder. Ja. Ihr Schweine. Ja, genau, da waren wir auf dem Hurricane Festival und das hat uns so die Show ausgezogen, weil es so geil war. Da haben wir gesagt, ey, wir müssen jetzt nochmal los. Schnell nochmal die Sachen eingepackt und im August nochmal schnell nach Thüringen genagelt. Mhm. Und dann. Witzig, ja. Ja, ich war noch mit meinen Eltern tatsächlich unterwegs, war in Italien. Wir sind in der Zeit immer so, ja, seit ich 9 Monate bin, glaube ich, sind wir so fast 6 Wochen in den Sommerferien nach Italien gefahren mit dem Campingwagen. Das ist auch absurd gewesen, aber es war für uns so als Kind immer so eine zweite Welt. Ja. Und das war die Zeit, wo man dann so ein bisschen ausbrechen wollte. Meine Eltern haben Städtetouren gemacht und man selbst hatte keinen Bock mehr drauf und dann ist man lieber auf Festivals oder sonst was gefahren. Dann sind wir nämlich von Italien, ich bin von Italien zurück ausgestiegen und tada, da war ich. Ich weiß nicht, du warst ja nicht von Anfang an, saßt ja halt morgens irgendwie, als wir dann, saßt du schon im Camping. Ja, ihr wart ja schon am Mittwoch oder irgendwie am Dienstag da. Mittwoch, ne? Glaube ich. Genau. Und ich kam irgendwie Donnerstag, Freitag oder so. Ah, das war schön. Also was so ein Festival dann, was so ein paar Momente dann auch irgendwie prägen für die Zukunft. Ne? Ja, das ist echt so. Jo, und jetzt sitzen wir hier, rechnen wir mal 2012, 2020 sind 8 Jahre, vor 8 Jahren auch so um die Zeit, ja, es war ja, was weiß ich, es ist August, September, glaube ich, ne? Ja, genau. Vor 8 Jahren waren wir auf diesem Festival und heute sitzen wir hier, beide mit Kind und du bald mit 2 Kindern, ja. Wahnsinn. Und wir haben uns optisch überhaupt nicht verändert. Ja, das stimmt. Ohne Spaß. Wir sahen damals gleich aus und wir sehen heute gleich aus. Ja. Und das heißt aber nicht, dass wir unsere Frisur nicht geändert haben. Nämlich, wir haben beide lange
Haare und ein Dutt. Ja, wir sind wunderschön. Unfassbar. Ja. Ja, Wahnsinn. Wir wollten auch, wir haben am Anfang ein Vorgespräch gehabt und da haben wir über Haarpflegetipps gesprochen. Ich glaube, falls das demnächst mal auf meiner Bucketlist stehen sollte, könnte sein, dass es in die Richtung mal geht, dann werde ich auf jeden Fall mal wieder auf dich zurückkommen. Ja, sehr gerne. Ich kann da sicherlich so den ein oder anderen Tipp an die Männerwelt mit langen Haaren geben. Ich hatte ja damals auch schon lange Haare. Und ja, stimmt. Ja, du bist ja schon lange... Ja, ich habe total lange Zopf getragen und dann ging das dann irgendwann so los mit der erste Schritt in die Berufswelt und dachte, jetzt komm, neuer Lebensabschnitt, neue Frise, Haare ab. Plötzlich hatte ich in der Stadt oder deine besten Kumpels haben dich nicht mehr erkannt, so mehr oder weniger. Und jetzt irgendwie habe ich gedacht so, ach, wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es nie wieder. Und ich hatte irgendwie tierisch Bock. Dann hat sich die Corona-Zeit jetzt irgendwie noch so angeboten. Hm. Ja, und jetzt sind sie wieder da. Sind sie wieder lang. Ja, apropos lange Zeit. Also ich muss sagen, dieser Moment, wo ich wusste, okay, jetzt ist es soweit, jetzt kann ich damit arbeiten, der hat sich dann wieder eingestellt, als es dann tatsächlich nach 9 Monaten, nachdem das Kind dann gekommen ist. Ne? Also ich muss sagen, in dieser Zeit, wir haben gerade drüber gesprochen, man wird ja wirr gemacht. Ne? Also alle Männer da draußen, die bald Vater werden, sucht euch irgendeinen Ort, wo ihr eine Stunde hingehen könnt, sei es die Kneipe, sei es irgendwie ein Fluss oder so, sei irgendwas, macht was mit Kumpels, sucht euch einen Ort, an dem ihr zur Ruhe kommt, an dem ihr den Kopf ausschaltet. Ja? Ja. Also es wird im Kopf so viel abgehen, so viele Gefühle, Emotionen werden da abgehen. Deswegen sucht euch irgendwas. Ja? So Musik zum Beispiel, wie du. Ich weiß gar nicht, was bei mir war, aber ich habe mich ganz, ganz häufig mit Freunden getroffen und vor allem auch, ja, wir haben darüber gesprochen, aber ich war eher der Typ Verdrängung. Ja, ich habe eher gesagt, okay, mein Kopf dreht sich schon genug darum, ich brauche jetzt mal was anderes. Ne? Ja. Lass uns mal nicht über Kinderkriegen sprechen, lass uns mal über, was weiß ich, Fußball oder irgendwas Banales sprechen. Ja. Und zwar, es hat meinen Kopf einfach so explodieren lassen. Ich weiß nicht, warst du auch so der Verdränger oder warst du eher der, lass uns drüber reden und im Gespräch ergibt sich dann neue Gedanken, das war so ein bisschen durchwachsen. Also die erste Zeit, ne, wo für mich noch nicht so richtig klar war, ob ich das wirklich wollte, da habe ich auch tatsächlich das gemacht, was du jetzt gerade so als Beispiel genannt hast. Ich bin zwar jetzt nicht irgendwie ich bin nach Scharbeutz, an die Ostsee. Scharbeutz, so, für die es nicht wissen, genau, Ostsee. Halt an die Ostsee gefahren, an den Strand. Es war irgendwie auch schon fast dunkel. Aber ich brauchte mal irgendwie so mal so richtig die Ruhe für mich, dass ich so mal mich voll auf mich selber konzentrieren kann. Ne? So ein bisschen versuchen, meine Gedanken zu sortieren, so mal irgendwie auf die innere Stimme hören, so, ist es das, was du willst? Ne? Bist du der Aufgabe gewachsen? Kannst du mit diesem Haufen Verantwortung, den du da trägst, kannst du der Sache überhaupt gerecht werden? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ja klar, Familie, alle waren happy, meine Eltern und so. Stimmt, und eigentlich da kommt sehr viel positiv, also bei mir auch. Eigentlich hat sich da jeder gefreut. Ne? Ja, also klar kamen die Fragen so, ne, wie wird das denn jetzt alles und bist du denn überhaupt schon bereit dafür und so. Auch so fiese Fragen teilweise, muss ich sagen. Aber das meiste war sehr, sehr herzlich und sehr positiv. Also, keiner, der negativ irgendwie gesagt hat, so überleg dir das gut. Ja, okay. Ob du das super, willst, ja. Ne? Nie wieder schlafen. Ja, genau. Wie oft habe ich das? Mein Gedanke war immer, stell dir mal vor, wir hätten, also rechne mal, also ich bin jetzt bin ich 29, damals war ich 28, rechne mal 10 Jahre zurück, wie scheiße das denn gewesen wäre. Also von daher ist ja jetzt alles eigentlich gut. Ja, das klar. Das ist das perfekte Alter, das ist die perfekte Zeit. Also was ist los? Ja, eigentlich ja, aber gut, mit 24 Papa werden ist schon irgendwie. Ist ja, aber selbst das, wenn du dir überlegst, ja, früher war das normal und wenn ich noch jünger, ja. Ja, meine Mutter hat, mein großer Bruder, die war 17, so und mit 18 geheiratet und so und die hatten auch nichts. Und das ist das, was ich von auch so meinte, ne? Es ist, man versucht ja aus seiner Sicht immer das Beste rauszumachen. Du würdest ja, wenn du jetzt noch früher Vater geworden wärst, du würdest ja nicht annähernd versuchen, dass das, oder du versuchst ja, wie gesagt, immer das Beste draus zu machen, aber Es ist ja deine Einstellung. Warum solltest du das halt, warum würdest du es nicht wollen? Weißt du, wie ich meine? Ja. Ist so, und
egal wie, es geht halt, du kannst ja gar nichts anderes machen, wenn das Kind da ist. Es geht ja immer irgendwie weiter und es muss ja auch weitergehen. Und deswegen, vor allem, also das kann man, finde ich, auch echt mal festhalten, es ist nicht, es ist keine Krebserkrankung, es ist kein Beinbruch, es ist kein sonst was, sondern es ist was fucking Tolles. Ja? Das, ja, davon, das finde ich, muss man allen Männern da draußen, die jetzt bald Vater werden, sagen, Leute, es ist was Tolles. Und also klar, es wär, die Aufgaben werden nicht leichter. Ja, das kann man, glaube ich, mal festhalten. Ja? Aber es ist, wie soll man das beschreiben? Ihr habt euch fortgepflanzt, nee, wie soll man sagen? Es gibt bald eine Version von euch da draußen, die weiterlebt, auch wenn ihr irgendwann sterben werdet. Ich finde das ein toller Gedanke irgendwie. Das ist das Gefühl. Es ist auch ganz, ganz schwer. Wie erkläre ich das? Als meine Tochter da war, muss ich ganz, oder die ersten Wochen, ne, das erste Beisammensein, ne, dieses, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich konnte mir gar nicht vorstellen, also als meine Tochter dann da war und mein Leben sich dann natürlich so verändert hat, ich konnte mir gar nicht vorstellen, was für einen Grund ich hatte, was mein Beweggrund war zu leben. Wofür habe ich eigentlich gelebt? Und als meine Tochter dann da war, meine Familie ist mein alles, ne? Aber das muss man sich mal vorstellen. Da hast du du bist Papa, hast deine Tochter auf dem Arm und wirst dir dann erst bewusst, was wirklich Leben ist. So, natürlich, klar, Leute reisen gern viel und so. Das ist, kann ja jeder machen, wie er möchte. Aber dieses Gefühl, Papa zu werden, kannst du nicht erklären. Also, natürlich, klar, du warst mal verletzt oder Liebeskummer oder. Das, was dein Körper halt in all deinen Lebensjahren so mal an Gefühlen irgendwie dir, aber das kann man nicht beschreiben. Und das ist echt das Allerschönste, was es gibt. Ja. Und diese ganze Angst und Sorge, die ich hatte, die über die Schwangerschaftszeit so über mich eingebaut ist, ist weg. Es ist einfach weg gewesen. Es gibt nichts Schöneres. Also bei mir war es auch so. Also es war wirklich, also diese ganze Zeit über, jeden Tag saß ich da wieder und musste mich selber beruhigen bei den negativen Gedanken und bei den positiven, also es war immer sehr, sehr stimmungsschwankend. Ne? Einerseits so, bam, yes, bald ist es soweit, kaufst du schon ein Bett, kaufst du dies, kaufst du jenes. In der anderen Sekunde sitzt du im gleichen Zimmer, was du eingerichtet hast und sagst dir so, das erschlägt mich alles. Ja. So, ne? Ich weiß, was passiert hier eigentlich so? Ne? Das ist also wie so ein Rausch. Ja? Also ich war häufig in so ein Rausch, irgendwie, weiß ich nicht. Ja? Also da, ja, wo ich das gar nicht so richtig wahrgenommen habe, alles. Ne? Also es war für mich so. Ja, und dann, ich meine, in der Beziehung, man ist ja auch, ne, es ist ja auch für die Beziehung keine leichte Phase, muss man ja auch sagen. Ne? Nee, absolut. Und also gerade mit den Hormonen, die dann kommen und so, man hat ja, man sagt ja auch, Männer sind mitschwanger. Ja, also klar, bei Frauen, die haben die ganzen Schmerzen und so weiter, aber Männer, also Frauen natürlich auch im Kopf, aber bei Männern geht auch einiges psychologisch ab. Da ist einiges im Argen, also psychologisch. Deswegen sagt man ja auch, Männer werden mitschwanger. Ja? Ja, das sieht man meistens auch. Also ich weiß tatsächlich, ich habe 8 Kilo zugenommen. Meine Frau hat ja wirklich für 2 gegessen. Schatz, wenn du das jetzt hörst, aber liebe dich. Also wirklich, wir haben... Gab es da so eine spezielle Sache eigentlich bei deiner Frau, darf man das sagen, wo du sagst, also so Nutella mit, weiß ich nicht. Ich sag hier, Schokorice. Schokorice? Schokorice, so Kellogg's. Das sind nicht diese, wie nennt man die denn, diese Schokopops, die du mit Milch trinkst, halt von Kellogg's. Da gibt es ja hier Smacks und Frosties und da gibt es so eine... Es gibt natürlich auch andere Marken, die im Bereich Cornflakes... Ja, genau. Ja, ich weiß, aber da gibt es so, das sind so ganz kleine so Schokochips. Und das gab nichts morgens. Nichts anderes. Ja, immer die Maxi-Packung und also ich brauchte da nicht hoffen, wenn ich da irgendwie mal von der Arbeit zurück bin, dass ich da noch eine Schale abkriege oder so. Wahnsinn, und ja, wenn wir irgendwie bestellt haben, dann gab es halt da mal 2 Gerichte. Und dann, wir haben schon viel, ich bin auch viel bei ihr gewesen. Und wir haben schon viel, sehr, sehr viel gegessen. Oh Gott, und ich bin auch echt mit aufgegangen. Und ich bin es bis heute nicht richtig losgeworden. Und jetzt, meine Frau. Aber steht dir. Also, das ist. Oh, du schon mal. Ich sehe dich ja hier per FaceTime. Das ist alles im Rahmen und ich finde, das gehört zu dir. Ja, das meinst du? Sicher. Also es ist
Also auch die Corona-Phase jetzt über. Ich habe echt richtig zugelegt. Bei mir ist das Gegenteil passiert. Bei mir ist das Gegenteil passiert. Du bist ja auch viel Fahrrad gefahren jetzt. Das Jahr. Okay, stimmt. Nein, aber auch. Nee, red du aus. Nein, also ich finde diese Essensgeschichte, man sagt ja immer so ein bisschen, man isst für zwei. Ja, das war schon, also das war jetzt nicht übertrieben, aber so Süßigkeiten, ne? Kennst du belgische Meeresfrüchte? Ja, die kenne ich, ja. Die kenne ich. Das ist die ganze Zeit Oma früher bei mir, glaube ich. Ja, ist echt so. Oma ist das richtig. Und die gibt es, glaube ich, hier im Süden gibt es die gar nicht. Also alle Leute, die das nicht kennen, das sind so Schoko. Muscheln, kann man sagen, ja. Und da drin ist so geschmolzene Schokolade, kann man sagen. Ja, genau. Und das ist mega geil. Also ich weiß nicht, wie viele Kalorien, aber das für die Figur ist absolut. In der Zeit ist es auch egal. Ey, ist es auch. Und wir haben es auch echt noch so genossen. Ne? Wir wussten ja ganz genau, dass es kommt halt eine stressige Phase auf uns zu, aber wir haben auch einfach viel gelegen, viel geschlafen, viel gegessen und so. Schon mal vorgeschlafen für die schlaflosen Nächte, die dann. Mhm. Ah, das war eigentlich ganz gut bei uns. Also meine Freundin hatte eine relativ blöde, also wenn man es so sagen will, eine blöde Schwangerschaft, also viel mit schlecht, also es ging viel schlecht, ihr schlecht. Auch mit Übelkeit, war teilweise so, dass wir, sehr viel Übelkeit. Ja, also es gab dann teilweise so Situationen, also wir sind dann kaum irgendwo losgegangen oder irgendwo hin und so. Es gab dann manchmal so Ausflüche, wo man dann es mal aus dem Haus geschafft hat, dann zu Ikea gefahren ist, reingegangen ist, Heißhunger auf dem Hotdog gehabt, den Hotdog gegessen und danach kotzübel, dass man wieder nach Hause gefahren ist. Ne? Also ohne den Laden auch nur ansatzweise zu betreten. Ne? Ja. War auch teilweise, muss ich schon sagen, belastend von meiner Seite aus. Ja? Also dass man ja auch sehr, also natürlich tut man alles für die Freundin, für die Frau. Es gibt auch viele schöne Momente, aber es ist natürlich auch eine schwierige Zeit, wo man auch mal ein bisschen mehr durchhalten muss. Und also ich merkte auch in der Zeit, ich sehe das immer positiv, was für übelste Energie ich bekommen habe in ganz vielen Bereichen. Also davor war ich ein anderer Typ. Ich war zwar schon durchaus sehr strukturiert und also jedenfalls gewillt strukturiert. Ich wollte mir immer einen klaren Tagesablauf und so, ne? Also wirklich, also als Student ist es ja ein bisschen anders. Da ist ja je nach Semester ist mal Seminar um 9, mal um 8, mal um 12. So ist man dann auch unterschiedliche Art feiern gegangen und so weiter. Aber ich war schon immer eher der Student, der sich sehr, sehr gut organisiert hat und gesagt hat, ich möchte einen klaren Tagesablauf. Aber als das dann kam, ja, also als meine Freundin dann schwanger war, ich habe in der Zeit zwei Jobs gehabt, war gleichzeitig noch Trainer, Kinderturntrainer, und habe gleichzeitig noch das gemacht, dann irgendwie Freunde, dann und so weiter. Und ja, ich bin morgens um 6 aufgestanden, abends um 23 Uhr oder 0 Uhr ins Bett, ja, und irgendwie ich hatte Energie in jeden hin, also ich habe gemerkt, der Körper litt natürlich extrem darunter, aber durch diesen Push, ja, jetzt wird's ernst, jetzt passiert bald was, jetzt musst du bald noch mehr aus dir rausholen. Ich weiß nicht, ob du das auch miterlebt hast, ja, aber bei mir war das dann wirklich so, ja, Energie in allen Bereichen, ja, und dementsprechend hat man dann auch diese Leidenszeit, sage ich jetzt mal so, ganz gut überstanden. Und man muss tatsächlich auch sehr, sehr viel Empathie aufbringen und sehr, sehr viel auch zurückstecken, ja, was auch dazu gehört, ja. Also ich hab in der Zeit auch, muss ich sagen, viel verzichtet. Jetzt, gerade wenn es abends irgendwo hingehen oder so, oder mal ein Bier trinken gehen mit jemandem da, das ging in der Zeit nicht, ne? Also ich hatte dann Freunde, die sagten, ja, jetzt reicht's mal, jetzt sind wir doch auch mal dran oder so. Ja. Wie gesagt, es ist eine große Aufgabe und dazu gehört auch diese Zeit dazu, wenn es denn sein. Also es gibt auch in unserem Bekanntenkreis Paare, die hatten eine super schöne Schwangerschaft und da kann ich auch wieder von singen. Dass Leute sagen, ach, ich war bei uns und wir alles gut. Das war wie so mehr das war ein Selbstläufer. Aber ist das tatsächlich so? Also ich war immer überrascht. Entweder ist es bei uns komplett anders
Oder es ist tatsächlich so, dass es bei manchen Leuten einfach super gut abläuft und da ist nichts. Ja, damit ja. Die spüren nichts. Ich habe sogar eine Bekannte bei uns, die, glaube ich, bis in den 7. Monat oder so, sah man nichts. Ja, komplett nichts. Und da war, also die hat noch alles machen können und also, ja, und dann kam das Kind und dann 2 Monate, 3 Monate dicken Bauch und dann war die Sache durch. Ne? Und ja, bei uns war das, hat sich das lange gezogen. Ja, ja, bei uns auch. Also die erste Schwangerschaft, Melanie, hat wirklich auch echt viel mit Übelkeit zu tun gehabt und ja, Rückenschmerzen, Hüfte, ne, sondern dann hat sie so eine komische Körperhaltung angenommen, so, ne, dieses Gestützte mit der Hand so am Becken, so, das sah dann schon echt so ein bisschen Oma-mäßig aus, aber sie hatte auch echt Schmerzen. Hatte sie echt, und da denkst du, krass, und manche Leute sind so auch, ne, und dann. Oh, nö, ich auch kaum und hier. So mehr oder weniger, ich. Ich mach auch Sport. Obwohl meine Freundin auch bis zum Ende, also bis, glaube ich, 2 Wochen vor der Geburt, sind wir schwimmen gegangen. Ja. Also wir sind tatsächlich ins Freibad gegangen, bis zum Ende fast. Ja? Okay, da bin ich bei dir. Also wir waren total die Sauna, also Saunagänge ist ja schon hier, so auch ostseethermischer Beutz. Da sind wir wieder. Da sind wir alle, ich glaube 3-mal im Monat sind wir da gewesen. Das haben wir auch noch so ziemlich bis zum Ende durchgezogen. Aber sonst so bewegungstechnisch war. Ja, ging nichts. Ja, ja, aber wie gesagt, ne, Bekannte auch. Ne, das ist so hier so ein Selbstgänger, da ging ratzfatz und dann kamen die Wehen. Dann gab es dann mehr oder weniger eine Blitzgeburt. Da war das Kind irgendwie dann auch nach 2 Stunden da. Ja. Da ist nichts kaputt gegangen und alles gut. Nach 4 Stunden wieder nach Hause. Übrigens, Kalle, ich würde gerne, also falls du d'accord bist, das sogar zweiteilen, unser Thema Baby bekommen, Vater werden. Ich sehe schon, unsere Zeit ist ja begrenzt. Unsere Zeit ist begrenzt, aber ich frage dich jetzt, ja, hast du Lust, das Thema nochmal weiterzuführen und wir bringen Teil 2 raus? Voll, ich bin voll dabei. Ich muss ja auch sagen, also wir müssen das ja erstmal auch von unseren Frauen nochmal abnehmen lassen, was wir hier gerade quatschen, aber wenn das tatsächlich veröffentlicht werden sollte, dann glaube ich, wir haben sogar Chancen auf einen Grimme-Preis, oder? Ja, oder, also was wir hier für oder auf einen Baby-Podcast. Ja, ja, ja. Also tatsächlich, wer weiß, vielleicht ist diese Branche tatsächlich so beliebt. Ja, also es kann ja sein, dass ich weiß ja nicht, wie die Männer da draußen drauf sind. Entweder das sind Leute, die so wie ich, weil ich hätte sowas gern gewollt in der Zeit, ich hätte das gebraucht, ich hätte mir 1000 YouTube-Videos über den Bereich angeschaut, oder aber man ist da eher verhalten und versucht das so mit sich auszumachen. Ja? Also dieses typische harter Mann Klischee, dass man sagt, nee, das schaffe ich schon. Gehen Fußballverein, trinken eine, ist die Sache gut so. Ne? Das ist die Frage, ja, aber das wird sich ja zeigen. Absolut. Also übrigens an dieser Stelle mal, ich freue mich über alle Leute, die entweder diesen Podcast oder auch bei YouTube mich abonnieren, weil das ist momentan ja, also damit könnt ihr mich unterstützen. Das ist sozusagen die Chance, das Ganze größer zu machen, die Chance, das Ganze auch anderen Leuten noch zugänglich zu machen. Deswegen, wenn ihr mich unterstützen wollt oder wenn ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert uns auf jeden Fall bei Spotify, YouTube, Instagram oder auch bei Facebook. Sorry, das musste ich mal kurz sagen. Werbung in eigener Sache. Muss, wenn wir gehört werden wollen, beziehungsweise die gewisse Reichweite erreichen wollen. Ja, also ich muss ja schon sagen, ich bin sehr überrascht. Klar, ich bin noch lange nicht da, wo ich irgendwann mal gerne hin möchte. Mhm. Aber ich bin echt überrascht, wie viele allein an diesen ersten beiden Dingen schon interessiert sind. Ja, also da gibt es echt Menschen, die mir ganz tolle Sachen schreiben und ja, denen ich offensichtlich, also jetzt bei Thema 2 weniger, aber bei Thema 1 auf jeden Fall geholfen habe. Ja, und das ist eigentlich auch so ein bisschen das, was dahinter steckt, warum ich das Ganze mache. Ja, also diese intrinsische. Du hast mich ja auch gecatcht seit Stunde 1, also jetzt nicht nur, weil du jetzt irgendwie auch in meiner Freundesliste warst, aber meine Frau zum Beispiel, die kennt ich ja so jetzt nur von Erzählungen, ne, wenn ich sage so hier in der Gerd, also ne, so, wenn man halt mal so ins Quatschen kommt, die ist auch völlig gecatcht. Also die ist so, ja, die hat ja gar keinen Bezug so zu dir, so, ne, aber die gerade Thema 1, Tod, das ist für uns in den 8 Jahren, die wir zusammen sind, auch ein ständiger Begleiter gewesen.
Du machst einen Raketenjob. Es macht echt, ist ehrlich so. Man hört dir gerne zu. Also ich zum Beispiel habe auch lange Autofahrten und da kommen deine Podcasts, also die folgen jetzt auch mit Volke. Das passt einfach. Und man hört dir gerne zu, es ist angenehm und es ist unterhaltsam und du lieferst ja auch ab. Also es ist ja nicht so, dass du machst jetzt irgendwie, da ist ja richtig Struktur drin. Da kommt ja in gewissen Tagesrhythmen kommen da die Videos und du wirst da, du lieferst ja ab. Das ist und viele, das machen viele nicht oder das, die sind nicht so straight bei der Sache wie du und es ist schon, du Wahnsinn, solltest auf jeden Fall dabei bleiben und nicht. Wahnsinn, ey. Vielen Dank, ey. Das ist so ein tolles Kompliment, wirklich. Also ich sag dir eins, es ist gerade in diesem Micro-Influencing oder, also ich würde mich nie als Influencer bezeichnen. Ich finde dieses Wort, also jeder Mensch ist Influencer, ist die Frage. Also ich finde es so ein bisschen negativ konnotiert. Aber ich sage jetzt mal, in diesem Micro-Creating-Bereich, sage ich jetzt mal so, das ist ganz, ganz schwer, irgendwie Reichweite zu generieren. Ob du jetzt tolle Sachen machst oder negativ und so weiter. Und du musst einfach viel, viel abliefern. Ja. Und das ist harte Arbeit. Ja, absolut. Also das Wichtige ist auch, das muss immer alles locker, flockig und easy aussehen und so. Und also meine Inhalte möchte ich ja auch irgendwie, also es ist noch lange nicht da, wo ich gerne hin möchte, in dieser Einfachheit, die ich gerne hätte. Es ist eine schwere Art, das so zu machen. Und da tun tatsächlich die Komplimente oder auch so Kommentare, die da teilweise drunter stehen unter den Bildern, die tun einfach gut. Ja, da sagt einer, hey, pass mal auf, und dann hast du einen schlechten Tag und denkst dir so, oh fuck, Mann, jetzt musst du vor die Kamera oder jetzt musst du hier das machen und so und du willst eigentlich nicht und so und eigentlich schon, aber du, dein Selbstwert, also ich weiß nicht, ob du es kennst, es gibt ja Tage, da ist der Selbstwert on top und andere Tage, da bist du einfach, da zweifelst du alles dir zugrunde und wenn du sowas machen willst, dann gibt es nur einen großen Feind und das ist der größte Zweifler in dir selber. Ja. Gut, aber wir schweifen so ein bisschen ab jetzt gerade. Aber trotzdem, ein interessantes Thema. Und ey, vielen, vielen Dank. Und auch danke allen Leuten, die das hier anhören. Große Liebe an euch. Aber zurück zum Thema. Baby bekommen, das ist ja auch das allergrößte, die allergrößte Liebe, die man eigentlich bekommen kann. Ich würde sogar sagen, in Teil 2, der dann, ich denke, nächste Woche kommt. Mal gucken, ob wir da Volke mal überredet bekommen, dass der mit reinkommt. Den müssen wir zum Kinderkriegen annehmen. Genau, muss es sein. Und in Teil 2 machen wir es, würde ich sagen, so. Dort reden wir darüber, was nach der Schwangerschaft, oder genau, was nach dem Punkt X kommt. Mhm. Ja? Also heute haben wir ja mehr bisher besprochen, wie ist es auf dem Weg dahin, wie fühlt man sich dabei und so weiter. Und ich würde sagen, bei Teil 2 geht es dann darum, weil liebe Väter da draußen, es endet leider nicht. Das Gefühlschaos, es wird anders, würde ich sagen. Mhm. Ja, es wird, man kann mehr mit etwas arbeiten als davor. Davor ist es viel Zweifel und Ungewissheit. Wenn es denn da ist, dann ist es ja viel Arbeit und viel Geduld und viel Durchhaltevermögen und ja auch dieses, ja, wie soll man sagen, dieses sich selbst bewusst sein oder seine Emotionen versuchen zu zügeln. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, genau. Also für mich war das immer so, die Erkenntnis, dass sich auch in deinem Körper was verändert. Also natürlich, klar, du hast deine Sorgen und das alles, ne? Du wächst ja mit dem Thema, aber so einfach zu merken, dass du wirst umgepolt. Das ist so, du wirst so, als wenn du innerlich irgendwie neu eingestellt bist. Du kannst jetzt halt nicht mehr ganz so sein wie früher und du musst dich jetzt auf was vorbereiten und du wirst innerlich, findet in dir ein Prozess statt, der dich einfach verändert, der dich auf das, was auf dich zukommt, vorbereitet. So, und das ist, glaube ich, das war für mich, war das, glaube ich, so ein bisschen, also natürlich habe ich mich nachher dann damit abgefunden, Papa werden, ich habe mich auch gefreut, hatte natürlich dann auch manchmal so kleine Rückschläge, wo ich dann dachte, ist das dann wirklich alles? Mhm. Aber dieser Prozess, die Veränderung selber, du wirst jetzt Vater, das war für mich, das hat mich immer irgendwie am meisten
mich also wirklich am meisten Kraft gekostet. Und da ging auch viel, viel, sehr, sehr viele Nerven drauf. Aber es ist genau, trotzdem... Also bei mir, ich habe das so ein bisschen auch gehandelt, indem ich einfach, also die Gedanken kamen und man hat darüber also gegrübelt ohne Ende, aber mir hat am Ende geholfen, lass die Gedanken zu, lass sie da und lass sie auch wieder gehen. So. Ja, also versuch dich nicht an ihnen aufzuhängen oder versuch nicht, ja, versuchen schon alles durchzuplanen und versuchen, ah, jetzt kommt das Problem und jetzt müssen wir, was passiert, wenn und irgendwelche Formeln auszurechnen, wie man den Tisch stellt, wenn das Kind doch irgendwie, weiß ich nicht, ja, so den Kopf größer wird, so, keine Ahnung, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber du weißt, was ich meine. Ja. Also diese ganzen, und was passt, und jetzt muss ich die Tante Erna vorstellen und was sagt die denn dazu und so, ne? Also man malt sich ja jeden Scheiß aus. Und deswegen lasst die Gedanken zu, denkt darüber nach, sprecht darüber in der Beziehung und dann lasst es auch wieder gehen, weil ihr könnt es einfach nicht planen. Nee, ja, also, und vor allem lasst euch nicht von, das würde ich nochmal so als Top-Tipp, du musst gleich mal deinen Top-Tipp sagen, aber mein Top-Tipp ist, lasst nicht alles von außen an euch ran. Ja also für mich war es so, alle haben gesagt, das wird die krasseste Veränderung deines kompletten Lebens und du wirst danach nichts mehr machen können und du musst da so. Ich muss sagen, das stimmte nicht. Es verändert sich einiges sehr, sehr viel auch zum Positiven und bei mir persönlich hat es so viel Kraft und Energie ausgelöst, dass ich viel Größeres erreicht habe, als ich hätte ohne schaffen können, sage ich jetzt mal so. Das heißt, man setzt Energien frei, die man vorher nicht hatte und es wird alles anders, als man denkt und lasst es auf euch zukommen, macht ein Bier auf und chillt. Das ist mein Tipp. Ja, bin ich bei dir. Also diese Einwirkung von außerhalb, ne? So Leute, die dann Tipps geben und sagen, ja, halt schon mit dem Finger so in eine Richtung zeigen und so, du musst das so machen, du musst das und dann bringen die ihre eigenen Erfahrungen mit rein. Dann sind das dann vielleicht auch manchmal so Sachen, die einem Angst machen. Oh, wird das bei mir auch so sein? Und bedenke dies, genau. Bedenke das. Und, ja, bei uns war das so und dann wird dir Angst gemacht und so. Ich würde echt sagen, ihr müsst wirklich du hast es schon gesagt, lasst es nicht so an euch ran. Macht das, ihr müsst auf euch selber hören und ihr müsst. Ja, ihr müsst das machen oder so entscheiden, wie die Stimme in euch das sagt. So, das ist so, klingt jetzt verrückt, aber wenn man zu viel auf andere Leute hört, das macht einen nur noch verrückter. Und liebe andere Leute, die ihr das jetzt hört, wenn ihr jemanden habt in eurem Bekanntenkreis, der gerade schwanger wird, ob das Vater oder Frau, Vater oder Mama wird, lasst sie einfach selber. Ja, also es ist toll, ich sag ja, also bei mir war es immer lieb gemeint, was die Leute sagten, aber es war auch immer so mit so einem gewissen Druck dahinter. Ne? Immer so ein bisschen, wenn du das machst und jeder hat ja dazu irgendwas zu sagen, ob du ein Kind bekommst oder nicht. Ja, jeder weiß besser, wie Kinder erziehen geht. Jeder weiß besser, was alles schlecht in der Schwangerschaft ist, was du nicht essen darfst, welche Strahlung es gibt, ob die Katze Toxoplasmose hat oder ob irgendwas. Also meine Güte, ja. Also das ist wirklich, lasst die Leute einfach selber. Ich sage immer so, genau, die Leute, du in so einer Situation machst du dir so viele Sorgen, dass du nicht noch mehr Sorgen brauchst. Du versuchst als Papa, als Mama, das ist natürlich, ja. Also dieser ganze Prozess, der ist so vorgegeben, dass du dir selber überlegst, was gut oder was schlecht ist. Und das heißt, alles, was on top kommt, in der Regel, glaube ich, ist wild machen. Ja, klar, es gibt so Kleinigkeiten, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen, wird alles gut. Also reden hat mir immer viel geholfen. Also so auch mit Kumpels, Familie gerade ganz, also Eltern, Schwiegereltern, aber auch immer nur zum gewissen Punkt, ne? Und dann muss auch irgendwann mal gut sein und dann muss man wieder versuchen, so ein bisschen auf sich selber zu hören, weil wenn du versuchst, auf Krampf da die Antworten auf deine Fragen zu suchen bei irgendwelchen anderen Leuten, die ganz andere Erlebnisse gemacht haben, das kannst du auf dich gar nicht so abgleichen. Ich würde immer locker durch die Hose atmen. Ja, tausch dich mit deinem Mann oder mit deiner Frau aus. So. Mhm. Und
es kommt alles, wie es kommen soll, und es wird schon. Es wird, egal wie es wird. Und jeder versucht es, wie gesagt, auf seine Art und Weise immer das Beste draus zu machen. Und dann schaukelt man das Schiff schon ganz von alleine. Es wird so, wie es wird. Und das ist, finde ich, ein guter Abschlussspruch. Vielen Dank, lieber Kalle. Das war ein wahnsinnig tolles Gespräch. Danke für die Einladung. Und es ist auch noch nicht zu Ende, würde ich sagen. Nächste Woche geht's weiter, Teil 2. Heute war es von der Erkenntnis, ein Baby zu bekommen, bis hin zum Tag X. Und nächste Woche geht es dann mit Tag X weiter und den Wochen und Monaten danach. Vielen Dank, lieber Kalle. Mach's gut, hab noch einen schönen Sonntag. Ja, danke. Ich mache mir jetzt mal ein Bierchen auf und dann geht's ins Bettchen. Dann wird schlafen. Übrigens, wir haben, also um das nochmal gesagt zu haben, wir haben beide unser Baby, unsere Kleine, vor diesem Podcast noch ins Bett gebracht. Ja, wir haben uns so ein bisschen verspätet. Ja, genau, wir haben uns eigentlich so zeitlich, ich glaube 8 Uhr hatten wir angepeilt und Papa, bringst du mich noch ins Bett? Ja, na sicher. So, dann mach schnell. Ja, meine kann auch gar nicht sprechen, ne? Aber das, mal schauen. Also das sind jetzt die Sachen, die kommen nächste Woche. Ja, ich glaube, das ist ein guter. Ich hätte jetzt noch einen, aber Okay, wir warten für nächste Woche. Das ist ein Cliffhanger. Ja. Ne? Ja, ihr müsst nächste Woche dann wieder mit dabei sein und dann. Ja, weil dann hört ihr von Kalle ein. Kannst du es umreißen, worum es geht? Also nee. Nee, okay, mach ich, gut, also mach ich. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, Leute, also in der nächsten Woche seht ihr Kalles Geschichte. Also, mach's gut und vielen Dank fürs Zuhören. Lass's gut gehen. Ciao.